Herzlich willkommen zum neuen Video von kreativkiste.de, mal wieder ein Tutorial über Elektroplanung. Heute soll es um das sogenannte Schriftfeld bzw. diese Fußzeile von Elektroplanung gehen, vor allen Dingen, wie man das Logo ändert und einfügt. Als erstes gehen wir zu Tools und gehen zu Schriftfeld bearbeiten. Dann sind wir im Grunde bei diesem Schriftfeld und können hier das ändern. Zuerst mal machen wir das Logo. Wir gehen jetzt hier rüber zu Projekt und dann zu Grafik. Rechtsklick, neue Grafik, fügen da jetzt eine Grafik ein. Dann klicken wir auf das Plus und jetzt müssen wir diese Grafik, wie auch immer sie heißt, Rechtsklick Eigenschaften und jetzt müssen wir die Grafik, die wir als Logo haben wollen, im Grunde nicht als Logo definieren, sondern als Logo benennen. Das heißt, ich nenne es jetzt großes L, kleines O, GO, sag okay und bitteschön, da habt ihr euer Logo drin. Als nächstes, wenn wir diese ganzen anderen Felder bearbeiten wollen, einfach einen Doppelklick drauf machen und dann können wir sagen, wo gehört es hin, die Textausrichtung. Ich glaube, das ist soweit alles klar. Im Rahmen ja, nein, wie hier jetzt zum Beispiel nein. Was hat es mit diesen Prozent Name, Prozent Projekt und so auf sich? Das sind alles Makros bzw. Variablen oder Verknüpfungen. Ich poste euch den Link auch noch runter. Ich habe euch hier die Makros mal aufgeschrieben. Also ihr seht Prozent A, B, C und so weiter. Oder Prozent geändert, Kunde, Max und so weiter. Das heißt, wenn ihr jetzt zum Beispiel hier Prozent Datum euch hier mit Steuerung C und Steuerung V nachher rauskopiert und hier jetzt irgendwo einfügt als Text. Oh, das war jetzt die falsche Stelle. Genau. Und hier einfügt. Dann habt ihr nachher hier das aktuelle Datum drin. Das hat es also mit diesen Prozentzahlen hier auf sich. Könnt ihr zum einen nachschauen, was welches bedeutet, beziehungsweise welche Möglichkeiten ihr auch da habt, hier was einzufügen. Wichtig natürlich dann mit Speichern, das Schriftfeld übernehmen. Und jetzt seht ihr, habt ihr da unten drin wunderbar euer Logo drin. Ich habe jetzt einfach hier mal so ein Arduino genommen. Genau. Vielen Dank fürs Zuschauen und ich hoffe, ich konnte da etwas weiterhelfen.